Hallo Leute, ich habe heute mal wieder jemanden ganz Besonderes mitgebracht und zwar ist es diesmal der Jonas vom Kanal YouPornTV. Hallo, was geht ab? Danke, dass du was ganz Besonderes gesagt hast. Das ehrt mich gerade sehr. Ich sag das eigentlich zu jedem, der in meinem Video mitspielt. Wir machen heute etwas sehr Lustiges in unserem Video, denn wir haben hier so ein tolles Gerät mitgebracht und das verteilt richtig fiese Schockstromschläge. Wir haben es eben schon getestet und es ist so unangenehm, es ist unfassbar. Jeder von uns hat sich 5 Fragen über den anderen und über Allgemeinwissen und so weiter ausgedacht, die jeweils der andere beantworten muss. Und wenn er das falsch beantwortet, kriegt er einen richtig fiesen Stromschlag auf ein Körperteil, das er vorher ziehen muss. Also, könnt ihr sein. Wir haben 30 Stufen, also es wird ganz lustig, glaube ich. Ich ziehe jetzt erstmal was, meine Freunde. Ja, genau. Der Rücken. Du hast immer voll die komischen Körperteile. Wir hatten vorhin schon mal was probiert. Ja, da waren es die Hoden, das war ich ganz komisch. Ja, wir machen das am besten irgendwo. Okay, machen wir das einfach mal hier, ja. Ey, ist das gut, wenn das so durch die Wirbelsäule geht, der Strom? Jonas, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Mach ich's halt anders. Ist das nicht zu nah an der Leber? Zu nah an der Leber. Aber übertreib nicht, okay? Ach, wir haben noch ein Codewort, ganz kurz. Ja, stimmt, wir haben noch ein Codewort, Leute. Unser Codewort heißt... Du bist mein König. Du bist und dann muss der andere aufhören. Fangen wir mal mit einer persönlichen Frage an, Jonas. In wie vielen Ländern auf der Welt war ich schon? Oh mein Gott, du warst in ziemlich exakt 8 verschiedenen Ländern. Okay, los geht's. Oh, du bist mein König. Oh. Ey, das zieht so durch, das ist echt krass. In wie vielen Ländern warst du denn jetzt? Ich glaub, in 15. Schon. Oh, krass. Du kannst schon mal ziehen, wenn du magst. Oberarm. Ja, Oberarm. Alter, ich krieg immer noch diese Schocks. Der ist jetzt für immer in deinem Körper drin. Oh. So? Ja, oder so? Mach einfach. Boah, dann will ich so. Dann fangen wir auch bei mir mit einer persönlichen Frage an. Joy, was war mein erstes Haustier? Ein Meerschweinchen. Oh, Jesus, das tut so weh. Okay, stopp. Du bist mein König. Es ist noch am Anfang erträglich und auf einmal denkst du so, dass der Muskel gleich rausspringt, ey. Mein erstes Haustier war ein Kaninchen. Oh, scheiße. Meerschweinchen oder Kaninchen sind die Standardhaustiere. Ja, ist echt so. Mein nächstes ist das Knie. Ja, wie machen wir das jetzt? Ja, das würde ich auch gerne mal wissen. Machen wir das mal hier so. Die könntest du schon richtig beantworten. Bis zu welchem Jahr zählte Bier in Russland nicht zu alkoholischen Getränken? Ja. Weil der Alkoholgehalt unter 10% liegt. Ja, das kann ich wissen. Ich weiß es zufällig ganz genau. 1984. Ah! 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 Du bist der König! Ah! Oh! Alter! Der Strom läuft immer zwischen diesen Dingern. Und kann man das auch so, wenn man das noch hier macht oder nach hier? Können wir das mal kurz ausprobieren? Natürlich kann man das ausprobieren, Jonas. Danke. Ah! Stopp! Alter, das ist so viel mehr! Mach das einmal hier. Ey, warte, was passiert jetzt? Warte, mach das mal jetzt. Ich weiß nicht, darf man das? Was passiert jetzt wohl? Nee, das geht nicht. Der merkt das, ob die Hand jetzt. Ah! Ah! Die Hand, Alter, hast du das gehört? Nein, stopp, mal nicht starten! Oh, das hat gerade mal gepumpt hier, ey. Ey, komm mal her, Robert. Du musst die Brücke bilden. Ich meine, es geht sogar echt. Das tut voll weh, du hast mega weh, Mann. Ich hab gar nichts gewählt. Halt nochmal hin zu halten. Boah, das ist locker gefährlich, Mann. Ich glaub auch nicht, das ist so gut. Zieht durch meinen ganzen Körper. Müsst die geilsten Posen screenshotten und auf Instagram stellen. Ich habe die Hand gezogen. Die nächste Frage, das ist Allgemeinwissen. In welchem Land passieren die wenigsten Morde? In Schweden. What the fuck? War richtig? Ja. Ernsthaft? Ja. Scheiße! Freunde, ich habe einfach geraten. Ich ziehe mir die Wade. Die nächste Frage lautet, welche Farbe hat das Blut eines Insekts? Lass mich kurz nachdenken, okay? Ja. Genau. Was für nicht? Wie deine Stimme nach oben gegangen ist. Nicht zu doll, nicht zu doll, Alter. Ja. Das tut immer noch weh. Machst du irgendwas? Nein, ich mach gar nichts. Ich glaub schon. Lass es doch mal ins Herz tun und was passiert. Bestimmt. Bei Robert. Okay. Bei Robert. Ich spür was. Irgendwas? Ja. Warte, das geht wo spürst du denn was? Ich spür hier was. Ich spür in der Hand was. Ich auch. Das geht ja durch das, unser das, Herz, ne? Oder? Komm, wir geben uns jetzt auf die Hand. Ey, pass Alter, ey, dann explodiert das Ding. Wie explodieren? Oh nein! Ich weiß nicht. Hast du es gespürt? Oh! Boah, das ist auch unangenehm. Das ist mega unangenehm. Oh, ah, nicht den ganzen Finger! Aus. Nicht den ganzen Finger! Das wird hier immer stärker, das wird hier immer stärker! Ich hab den Fuß gezogen. Für mich aber eine Frage, die du nicht beantwortest, meine Güte. Was ist auf die exakte Zahl die momentane Lebenserwartung in Deutschland Stand 2012? 79. Oh, Scheiße! Oh, du bist der Hahn, du bist der Krieg! Scheiße, hat das wehgetan. Wenn das so übelst weh tut, kannst du nicht mehr an dieses scheiß Codewort denken, ey. Mir ist dieses scheiß Codewort nicht mehr eingefallen. 81 Jahre ist die Lebenserwartung. Such dir mal deinen nächsten Körper. Mein nächster Körper wird der Unterarm sein. Oh. Du warst schon weit auseinander, das weißt du. Das war auch Absicht. Alter, nein. Okay, Jonas, kommen wir zur nächsten Frage. Wie viele Jahre seines Lebens verbringt der Mensch durchschnittlich auf dem Klo? 3, 2, 1.
Ein Jahr. Was? Scheiße. Ist richtig? Ja, das ist richtig. Ich habe das Knie gezogen. War anstrengend, das Bein so oben zu halten. Ich weiß ja gar nicht, was hier los ist. Was ist das, so ein Kabel davon weg? Stell dir mal eine persönliche Frage, okay? Okay. Wer ist denn mein Lieblings-YouTuber oder meine Lieblings-YouTuberin? Gibst du mir wenigstens einen Tipp, ob er aus Deutschland kommt oder nicht? Er kommt aus Deutschland. Ist es Julian Bam? Oh, nein! Oh, okay. Du bist mein König. Aber Knie geht noch. Knie geht echt. Ich wäre Gronkh gewesen. Falls Gronkh zuguckt, was ich mal denke, du weißt Bescheid. Bitte sag, dass das hier was richtig harmloses ist. Es ist die Hand. Hand ist eines der schlimmsten Dinge, ja. Oh, sag das jetzt nicht so. Ist jetzt mein letztes Körperteil. Schon ein bisschen schade, gell? Es läuft schon wieder Strom. Hast du es wieder angemacht? Nein, es läuft gar nichts. Wie viel Kilogramm hat der bislang größte Kürbis der Welt gewogen? 1057. Willst du, was das Bescheidste dabei ist? Ich habe gestern, musste ich genau das eigentlich rausrecherchieren, aber ich wusste es nicht mehr. Das tat so weh. Es war das Gefühl, als würde jemand versuchen, dir hier und hier die Hand so auseinanderzuziehen. Ich fange mit dem letzten Körperteil. Rücken. Oh, hier einmal. Und jetzt schon. Ja, genau. Alter, willst du mich verarschen? Nein, das ist gut. Also einen größeren Abstand hatten wir bis jetzt noch nicht, ne? Nee. Oh, hast du schon mal irgendwas gedrückt? Das hat gerade voll in meinem Kopf. Alter. Was ist der längste Fluss Deutschlands? Die Elbe? Oh, Scheiße! Oh, du bist mein König! Oh, Scheiße! Er hat es bis 40 geschafft! Das hat sich bis jetzt am allerkomischsten angefühlt, als würde diese eine kleine Stelle so richtig brennen. Also wir haben uns jetzt überlegt, wir machen jetzt die finale Endfrage so. Er hat sich das überlegt. Dass Robert uns eine Frage stellt und wir müssen die richtig beantworten. Und wenn wir die beide falsch haben, kriegen wir beide einen Stromschlag. Ich will nicht nochmal bestraft werden. Ach komm, Jonas, hab dich nicht so. Stopp! Okay. Ich hab da gar nicht gemerkt. Alter! Das killt's. Warte mal, hier, warte mal. Auf deiner Seite! Moment bitte! Wir können auch machen, wer mehr aushält. Ja, los. Nein! Doch nicht! Kommen wir zur finalen Frage. An welchem Tag und in welchem Monat habe ich Geburtstag? Am 28. November. Am 14. April. Du hast mir vor zwei Wochen sogar gratuliert. Was war's? Wie dumm bin ich eigentlich? So Leute, das war's auch schon wieder mit unserer Stromschock-Challenge der etwas anderen Art. Wenn ihr das Video cool fandet, dann gebt mir auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Und wenn ihr noch ein Video von uns sehen wollt, dann guckt mal bei Jonas vorbei auf dem Kanal, denn da haben wir noch ein lustiges Video gefilmt. War das lustig? Ich glaube, es war ziemlich lustig. Ich glaube auch, ja. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr meine Videos cool findet. Und vergesst nicht, Jonas' Kanal zu abonnieren, wenn ihr seine Videos cool findet. Und dann möchte ich auch schon wieder sagen, sehen wir uns bald wieder. Ciao. Das sieht echt lecker aus. Okay, Mund auf. Bist du da?